Da sind wir wieder und die Politikerinnen haben den Journalistinnen Platz gemacht. Auch Peter Filzmeier ist wieder da. Hallo Peter. Guten Abend. Guten Abend an Sie alle, meine Damen und Herren, noch einmal und herzlich willkommen hier im Studio. Doris Vettermann von der Kronenzeitung. Schönen guten Abend. Fürs Mitmachen. Und Eva Linsinger vom Profil. Danke. Schönen guten Abend. Und herzlich willkommen. Ja, wir schauen uns jetzt quasi zurück zum Start noch einmal von vorn einige Ausschnitte aus den Duellen an und reden dann darüber. Im ersten Duell, da sind ja, wie wir uns erinnern, Bürgermeister Ludwig und Gernot Blümel von der ÖVP aufeinander getroffen. Wir drehen jetzt die Zeit zurück an den Beginn dieses Duells und schauen uns an, wie sich die beiden darüber unterhalten haben, wie am Höhepunkt des Lockdowns in Wien Bundesgärten geschlossen wurden und Ähnliches. Schauen wir mal rein. Wir haben ja bewiesen, dass wir auch die Maßnahmen setzen, die wirken, um die Ausbreitung des Virus einzuschränken. Wir haben das im Frühjahr gemacht, zu einem Zeitpunkt, als der Gesundheitsstadtrat aus Wien noch gemeint hat, das sind lustige Cowboy-Aktionen. Das war eine Schulschließung. Genau, und der Meinung war, das sind hysterische Ärzte. Der Ludwig wollte selbst am Höhepunkt der Ausbreitung noch die Parks aufsperren. Und ich glaube, gerade beim Herrn Ludwig, beim Herrn Hacker, der Meinung war jetzt noch im September, dass die Ampel eine Aktion gegen rote Städte wäre, da hat man schon gesehen, da ist ein bisschen auch das Bewusstsein nicht vorhanden, was die Herausforderung mit dem Coronavirus bedeutet. Wir sehen das leider Gottes an den sehr, sehr langen Wartezeiten, wenn es um die Testungen geht. Und wenn der Herr Ludwig gemeint hat, er ist da im Einklang mit 5 anderen Bundesländern, gegen die gibt es großteils keine Reisewarnung. Das ist genau der Unterschied. Ich würde mir wünschen, dass wir bei den Entscheidungen der Bundesregierung zeitgerecht auch eingebunden sind und die Entscheidungen der Bundesregierung nicht aus den Medien erfahren. Denn wenn ich an die Reisewarnungen erinnern darf, die getroffen worden sind, die dazu geführt hat, dass tausende Menschen zurück nach Österreich, vor allem nach Wien gekommen sind und wo wir eigentlich uns vorgestellt hätten, dass gleich direkt an der Grenze kontrolliert und getestet wird. Wir haben dann in Wien schnell reagiert, haben sofort eine Teststraße beim Stadion eröffnet, jetzt die zweite und es wird in Wien getestet. Das hätte man aber durchaus auch direkt bei den Grenzübergängen machen können. Ja, das war ein kleiner Vorgeschmack oder Nachgeschmack, muss man eigentlich sagen, Eva Linsinger, auf das, was sich da im Frühjahr oder seit dem Frühjahr eigentlich abspielt zwischen Bund und Wien. Ein Match, das nur der Wiener Landtagswahl geschuldet ist? Nicht nur, weil wir erleben jetzt schon seit mehreren Monaten ein quasi Match jeweils dem anderen den schwarzen Peter zuzuspielen. Das zu versuchen zu sagen, die jeweils anderen sind schuld am Chaos. Und da haben sich die beiden eigentlich richtig gefunden. Ja, in Wien dauern die Tests zu lange. Ja, im Bund gibt es Chaos an den Grenzen bei der Ampel. Insofern war das quasi ein Match auf einer gleichen Ebene. Beide haben versucht, die jeweiligen Absurditäten bei dem anderen herauszuarbeiten. Michael Ludwig hat als Zusatzfaktor versucht, Gernot Blümel als Art Spaßbremse darzustellen, weil er für eine Vorverlegung der Sperrstunde ist und auch gegen eine Öffnung der Bundesgärten war. Auf der anderen Seite hat Gernot Blümel Wien zu Recht vorgeworfen, dass es jetzt Corona-Hotspot ist, im Gegensatz zum Frühjahr, wo es eher die Tiroler Wintersportorte waren. Also ich würde sagen, das war ein Blame Game, das nicht nur dem Wiener Wahlkampf, sondern natürlich auch der Corona-Situation geschuldet ist. Doris Vettermann, wer ist denn da als Sieger ausgestiegen? Ich würde sagen, es war ein Unentschieden. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Bürgermeister den Gernot Blümel eigentlich immer nie als Wiener Spitzenkandidat sowohl angesprochen als auch irgendwie wahrgenommen hat, sondern er hat ihn eigentlich immer nur mit Dingen aus dem Bund konfrontiert. Also er hat ihn immer nur in seiner Funktion als Finanzminister und Vertreter der Bundesregierung angesprochen. Und für mich war das so ein bisschen auch das Zeichen, so er wollte ihm irgendwie schon klar machen, also auf Wiener Ebene sind wir sozusagen nicht auf einer Augenhöhe, sondern wenn ich als Bürgermeister, das hat er ja auch gesagt, matche ich mich mit dem Bund und sicher nicht mit der sozusagen kleinen Wiener ÖVP. Ist das möglicherweise für Gernot Blümel in diesem ganzen Wahlkampf sozusagen auf der einen Seite vermeintlich ein Vorteil, als Minister hineinzugehen, auf der anderen Seite ein Nachteil, weil er sich dauernd an seinen Maßnahmen irgendwie messen lassen muss? Er ist am Rande einer Identitätskrise, denn bei diesem schwarzen Peter-Match, wie es Eva Linsinger genannt hat, und das ich mal jetzt hoffentlich nicht als Namensanspielung verstehe, muss sich Blümel entscheiden, in welcher Mannschaft spielt er eigentlich. Denn ich habe bei diesen Diskussionen zwei altbekannte Matches gesehen. Einerseits Wien gegen Bund, da hat aber Blümel das Problem, er kann nicht nur Finanzminister sein, er ist nun mal Wiener Spitzenkandidat und der
der ÖVP-Wahlkampf wird auch bereits diskutiert, dass da sehr viel gegen Wien und Wien-Kritik dabei ist. Und das Zweite ist nicht im Ausschnitt zu sehen, aber Match war Wien gegen andere Bundesländer, beispielsweise beim Thema Sperrstunde ab 22 Uhr, ja oder nein. Da ist es für Gernot Blümel auch ein Problem. Als ÖVP-Mensch kann er sich natürlich solidarisieren mit den westlichen Bundesländern und der früheren Sperrstunde. Er ist aber nicht Kandidat irgendwo in Dornbirn, in Innsbruck und Umgebung oder in Salzburg, sondern nun mal in Wien. Und diese Identitätsspaltung ist schon problematisch strategisch. Übrigens, Salzburg führt 1:0 beim wirklich wichtigen Match bei der Champions League heute. Gut zu wissen, danke für das Update. Bei einer anderen Gelegenheit in diesem Duell ist das noch einmal herausgekommen, dieses Problem, wenn man so möchte, für Gernot Blümel als Finanzminister und Spitzenkandidat, nämlich dann, wenn es um Steuern und Budget gegangen ist. Im Wirtschaftsbereich haben wir jetzt in der Krise eingeführt die degressive Abschreibemöglichkeit. Das heißt, dass das Investieren leichter möglich wird für die Unternehmen. Und scheinbar ist der Herr Ludwig der Meinung, es passt eh alles, es braucht nichts anderes gemacht werden. Ich habe da einen höheren Anspruch. Ich glaube, es geht besser. Mit den Ideen könnte man sie ausprobieren. Ja, da bin ich aber neugierig, wie Sie ein Budget zustande bringen, koste es, was es wolle, wenn Sie in Pressekonferenzen Milliarden ankündigen als Unterstützung, die allerdings bei den Unternehmen nur sehr beschränkt ankommt und gleichzeitig Steuersenkungen durchführen. Da werden wir dann schon ganz gespannt sein, wie Sie ein Budget zustande bringen. Hört sich das Peter Filzmaier nach einem möglichen Koalitionspartner an? Nein, und ich glaube, dass beide auch wissen, dass das eine sehr unwahrscheinliche Variante ist. Michael Ludwig, der natürlich auch Ex-FPÖ-Wähler im Blick hat, will nicht sagen, ich werde auf jeden Fall mit den Grünen koalieren, weil diese Wähler sind vielleicht durch das strache Ibiza- und Spesenjahr von der FPÖ weg. Aber zu jemandem zu gehen, der sagt, ich will auf jeden Fall mit den Grünen koalieren, dieser Weg ist ihnen dann doch zu weit. Also schließt man das nicht aus, aber es ist sicher nicht unbedingt die Erstvariante, trotz großkoalitionärer Vergangenheit, die man nimmt. Nachsagt, er wird auch nicht den größeren Partner ÖVP gegenüber dem kleineren Partner Grüne bevorzugen, da ist der politische Preis höher. Und auch Blümel macht manchmal den Eindruck, als Wiener Parteichef absolviert er diesen Wahlkampf, er weiß aber doch, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nachher Finanzminister bleibt. Sehen Sie das auch so eindeutig, Frau Vettermann? Das sehe ich auch so. Also ich finde auch, Gernot Blümel macht nicht wirklich den Eindruck, als würde er tatsächlich nach Wien wechseln wollen. Ich glaube, es geht auch niemand davon aus, dass er das Finanzministerium verlässt. Michael Ludwig ist natürlich schon, gilt schon als Großkoalitionär und liebäugelt vielleicht schon mit einer Koalition mit der ÖVP, aber dann ganz sicher nicht mit Gernot Blümel an der Spitze. Also dass er mit dem Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck, dass die gut befreundet sind, das ist ja auch kein Geheimnis, und dass die beiden auch gut können, das wäre dann wahrscheinlich auch eine andere Ebene, aber generell halte ich eine Koalition der beiden Parteien auch für sehr unwahrscheinlich, schon allein deswegen, weil sie beide, glaube ich, den gegenseitigen Reibebaum einfach auch brauchen. Eine dritte Stimme in diesem Konzert oder eine andere Meinung dazu? Nein, keine andere Meinung, nur ein kleiner Einwurf. Streckenweise hat sich dieses Duell doch sehr schaumgebremst angehört und wirkte fast ein wenig wie ein Bewerbungsgespräch um eine Koalition. Wenn Herr Blümel gesagt hat, welche Ideen er denn hätte, dann ausgerechnet Tourismuszonen vorgeschlagen hat, was in Wien derzeit wirklich nicht das größte Problem ist. Also es wirkte schon weniger wie ein Duell Herausforderer gegen Amtsinhaber, sondern wie Peter Filzmaier gesagt hat, Blümel leidet in diesem ganzen Wahlkampf unter seiner Doppelrolle als Oppositionschef in Wien und Finanzminister im Bund, das ja auch eigentlich tagesfüllend wäre in Zeiten wie diesen. Gut, dann haben wir das zweite Duell gesehen. Das war ganz interessant. Zwei Parteien, die miteinander sehr wenig zu tun haben. Das war Heinz-Christian Strache vom Team HC Strache gegen Wiederkehr von den Neos. Und die beiden haben eine kleine ideologische Debatte abgeführt. Da halte ich es mit Bruno Kreisky, der gesagt hat, in Ausnahmezeiten wie diesen, und wir stecken in der größten Krise der Zweiten Republik, da haben wir die verdammte Verantwortung, lieber, ich sage, ein paar Milliarden mehr Schulden zu machen und eben keine eiserne Budgetdisziplin zu leben, sondern die verdammte Verantwortung, unsere Betriebe zu retten, am Leben zu erhalten und die Menschen nicht in eine Massenarbeitslosigkeit zu führen, weil das für unsere Gesellschaft in Wahrheit der Sprengstoff wäre. In Zeiten, wo es uns besser geht, ja, da können wir den Gürtel enger schnallen, da können wir dann sparsam leben und da können wir anders auch agieren als heute. Und das ist wichtig, aber ich möchte schon auch gesellschaftspolitisch vielleicht, wenn ich heute mit dem Herrn Wiederkehr diskutiere, schon auch festhalten, dass wir in Wien eigentlich über drei, nämlich in Wahrheit 3,5 linke Parteien haben. Ja, und auf das Thema sind wir heute nicht gekommen. Ja, nämlich SPÖ, ja, die Grünen und dann natürlich die Neos, die gesellschaftspolitisch links sind. Und die ÖVP eigentlich auch, weil wenn es um Macht geht, dann koaliert die ÖVP mit den links-linken Grünen und ist bereit, alles über drei zu werden. Aber vielleicht kommen Sie stehen so weit rechts am Rand,
dass von da hinten dann die Mitte irgendwie links ausschaut, das ist ja klar. Aber bei Ihnen bin ich sehr gewohnt, dass Sie so weit rechts stehen. Überraschender finde ich in diesem Wahlkampf, dass Sie und Ihre Politik kopiert wird, sowohl von Dominik Knapp als auch von Gernot Blümel, Ihrem Lieblingsregierungspartner. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Also wir sehen hier drei Rechtsparteien in diesem Wahlkampf und dass hier die anständige Mitte für Sie links wirkt, das ist für mich eher ein Kompliment als sonst etwas, weil ja, uns unterscheidet in der Gesellschaftspolitik sehr, sehr viel. Und Sie sehen halt immer die Probleme und insgesamt freuen Sie sich ja, wie ich auch mitbekomme, immer, wenn Sie über Integrationspolitik reden können, weil wenn es Auseinandersetzungen gibt, dann ist das Ihr Geschäft, dann knallen die Korken in der Villa bei Ihnen in Klosterneuburg. Ja, da haben wir zwei gesehen, die miteinander nicht viel teilen, aber jedenfalls haben Sie ganz unterschiedliche Einschätzungen von wie viel rechts und wie viel links es gibt, oder? Ja, wobei das Coronavirus Sie allesamt in die Ideologiekrise stürzt. Das Virus unterscheidet nicht zwischen Inländern und Ausländern, auch nicht zwischen Salzburgern wie geburtsmäßig Wiederkehr und Klosterneuburgern oder Wienern wie Heinz-Christian Strache, nicht zwischen Europäern und Bewohnern anderer Kontinente und auch nicht nach der Ideologie, weil momentan sowohl die Neos, klar wirtschaftsliberal, also rechts, wie auch Heinz-Christian Strache, der ebenfalls nicht mehr Staat will, also in der Sicherheitspolitik schon, aber nicht bei der Wirtschaftspolitik, plötzlich sind beide in der Situation, dass sie natürlich Staatshilfen, die Eingriffe des Staates in die Wirtschaft befürworten müssen. Und da kommen sie in einen ideologischen Spagat. Das sind ja zwei Politiker eigentlich, Eva Linsinger, von denen der eine sehr erfahren ist, aber um den Einzug in den Wiener Landtag bangen muss und der andere in dieser Funktion als Spitzenkandidat ganz neu ist und vielleicht darum kämpfen muss, dass die Neos ihre Position in Wien halten. Wer hat die besseren Chancen, seinen Part da zu erfüllen, Ihrer Einschätzung nach? Für mich ist Wiederkehr eine der Überraschungen des Wahlkampfs. So gut wie niemand kannte ihn vorher. Er hatte auch weit weniger Erfahrung. Und wenn wir ihn hier gesehen haben, in diesem Duell mit dem, wenn ich das so uncharmant sagen darf, alten Wahlkampf-Ross Heinz-Christian Strache, der viele, viele Wahlkämpfe hinter sich hat, hat er es zumindest auf Augenhöhe durchaus auch schlagfertig bestanden. Also ich finde, er schlägt sich überraschend gut, auch in den Duellen, und er ist auch sehr konsistent in seinen Positionen, die er immer wieder auch herausgearbeitet hat. Zum Beispiel, dass Strache eher diese Corona-Leugner und sonstige Verschwörungstheoretiker um sich sammelt, und er hat auch nicht vergessen, einen Seitenhieb auf den eigentlichen Konkurrenten, nämlich die ÖVP, anzubringen. Bei Heinz-Christian Strache, der hat natürlich viel Wahlkampferfahrung, man merkt aber schon, dass er sich jetzt sehr schwer tut und dass er versucht, Extrempositionen einzunehmen. Ich habe mir da einen Satz aufgeschrieben, wir testen gerade eine zweite Welle herbei. Also das würde jetzt niemand, der auch nur ein Semester Virologie absolviert hat, irgendwie unterschreiben. Das ist schon eher im Bereich des Absurden dann angesiedelt. Also Richtung Verschwörungstheorien vielleicht sogar schon. Frau Vettermann, würden Sie die Einschätzung von Christoph Wiederkehr teilen? Und mich erinnert das ein wenig an die Performance von Beate Meinl-Reisinger vor 5 Jahren. Die kannte auch kannten auch nicht viele und sie hat dann auch für eine Überraschung gesorgt bei der Wahl. Ich finde auch, dass er seine Sache jetzt wirklich gut macht. Was die Neos wahrscheinlich in den letzten Jahren verabsäumt haben, ist Christoph Wiederkehr einfach davor schon ein wenig bekannt zu machen. Die Neos haben schon vor einigen Jahren plakatiert, Christoph Wiederkehr, ich glaube damals hat es geheißen, kennt keiner, kann aber viel. Also dass ihn keiner kennt, auf demselben Stand waren wir vor diesem Wahlkampf noch immer. Jetzt wird er natürlich im Zuge der ganzen Diskussionen und seiner Auftritte, wird er natürlich präsenter, klar. Ich würde auch sagen, er schlägt sich ganz gut. Bei dem Duell fand ich es jetzt irgendwie auch spannend, wie man überhaupt auf diese Antwort gekommen ist. Ich glaube, die Frage war da nach dem Geld und nach den Finanzen und nach den Schulden. Aber Herr Strache wollte lieber über das diskutieren. Strache ist sofort abgebogen nach links. Christoph Wiederkehr hat das aufgenommen und ist dann sozusagen, hat dem anderen das Rechtsein vorgeworfen. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, von dem wahrscheinlich beide profitieren, wenn sie dem anderen zu weit links oder zu weit rechts vorwerfen. Wir haben nur ein paar sehr wenige Minuten noch, um über das letzte Duell zu sprechen. Das war Birgit Hebein gegen Dominik Knapp, also Grün gegen Blau. Größere Gegensätze gibt es gar nicht, auch nicht, wenn es um Verkehrspolitik und Zubetonieren geht. Seitdem Rot-Grün an der Macht ist und in Wien regiert, wurde noch nie so viel zubetoniert wie irgendwann sonst.
Wir haben eine komplette Zubetonierung Wien im Norden bei Stammersdorf beginnt, wo Riesenkomplexe aufgebaut werden, wo kein einziger Baum steht, sondern reine Betonwüsten, zieht sich runter bis in den Süden nach Oberla, wo der alte, schöne, historische Ortskern jetzt langsam verbaut wird, wo Felder zubetoniert werden. Und da können Sie doch nicht sagen, dass Sie dagegen helfen mit coolen Straßen, wo dann irgendwelche Wasserspritzer rauskommen, wo Sie dann selbst zugeben müssen, dass da Bakterien da drin sind. Also Ihre Planungspolitik und Verkehrspolitik ist eine reine Sekiererei der Autofahrer. Und da stelle ich mich aus Vernunft heraus für ein vernünftiges Miteinander zwischen allen Verkehrsteilnehmern schützend vor die Autofahrer. Wir haben eine Corona-Krise, eine Klimakrise und von Ihnen kommt eine einzige Antwort: mehr Autos, weniger Ausländer. Sie spielen einfach keine Rolle. Wir bemühen uns auf allen Ebenen, jetzt Menschen zu unterstützen. Wir haben 1 Million Tote bereits. Jetzt müssen wir Maßnahmen setzen, dass wir einen zweiten Lockdown verhindern, weg von der roten Liste kommen, Hilfspakete anbieten und zwar so, dass sie auch ankommen auf allen Ebenen und hier gemeinsam arbeiten. Das ist einfach extrem, extrem wichtig. Darum halt Sie nicht viel mit zu reden. Ja, zwei, die vor allem für ihre eigene Zielgruppe ganz offensichtlich reden. Frau Vettermann, wer hat das besser gemacht, Ihrer Meinung nach? Ich würde sagen, Birgit Hebein hat da wirklich einige Chancen liegen lassen. Dominik Knepp hat sie doch sehr hart angegriffen, auch dann im Bereich des Klimaschutzes, ist auf die EU-Ebene gewechselt und hat also ihr vorgeworfen, dass da im Tierschutz und im Lebensmittelbereich und irgendwie so vieles nicht funktioniert, die Grünen dagegen stimmen würden und auch die Grünen ja sozusagen mitschuld seien. Sie hat das irgendwie über sich ergehen lassen und hat dann nur gemeint, da ist viel Blödsinn dabei und auf das gehe ich gar nicht ein. Also ich glaube, das ist jetzt keine sehr allzu gute Taktik in so einem Duell. Und mir kam es phasenweise wirklich vor, als hätte irgendwie, sie ließ sich von Dominik Knepp sozusagen auf sich einprügeln, hat das irgendwie ertragen und kam dann halt immer mit ihren bekannten Sätzen. Aber das Wichtige ist halt jetzt die Corona-Krise und die Klimakrise. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig. Frau Linsinger. Ja, ich teile das. Vor allem Frau Hebein war in mehreren Punkten in der Defensive. Es ist ihr vorgeworfen worden, dass sie in der Bundeskoalition, Stichwort Maria, sich nicht durchsetzen gegen Koalitionspartner ÖVP in Wien, nicht durchsetzen, autofreie City, gegen den Koalitionspartner SPÖ. Was ich aber das fast noch spannendere an dem Duell fand, war der erste Teil. Da war es nämlich eigentlich von beiden Seiten ein Duell gegen einen Abwesenden, nämlich gegen die ÖVP. Herr Knepp hat Herrn Blübel vorgeworfen, quasi kein wirklicher Rechter zu sein oder nicht rechts genug zu sein und eigentlich schuld zu vielen Flüchtlingen. Frau Hebein, ganz im Gegenteil, hat Herrn Blümel vorgeworfen, alle christlich-sozialen Werte vernachlässigt zu haben. Da hat man schon auch gemerkt, dass die Wählerklientel, um die beiden Bullen sehr unterschiedlich ist. Deswegen haben sie sich quasi einen unsichtbaren dritten Gegner herbeigeholt ins Studio. Es war also eigentlich kein Duell, oder? Man hat auch bei Dominik Knepp über lange Phasen den Eindruck gehabt, er will gar nicht auf das eingehen, was Birgit Hebein eigentlich gesagt hat. Es war natürlich kein Duell, weil die Wählerwanderungen haben wir aus guten Gründen vorher nicht grafisch gezeigt, weil es keine gab. Allerdings, man hätte den jeweils anderen schon mehr als Reibebaum benutzen können. Das hat mich schon verwundert. Bei Birgit Hebein fiel der Satz, das habe ich doch gestern von Herrn Strache auch gehört. Und wenn sie jetzt nicht das Gleiche antworten wollte, dann ist das zwar menschlich verständlich, aber die Verletzung einer Grundregel der politischen Kommunikation, das ist Wiederholung nun mal im Wahlkampf. Und erst wenn sie es selber schon wirklich gar nicht mehr hören kann, haben es die Ersten im Zielpublikum der Wählerinnen und Wähler wirklich erst verinnerlicht. Sie hätte das natürlich offensiv wiederholen sollen. Spannend finde ich, ohne eine perfekte Antwort zu kennen, wie sich das jetzt mit dem Thema autofreie City unter Anführungszeichen auswirkt. Hier ist natürlich das Prestigeprojekt des Bezirksvorstehers der ÖVP im ersten Bezirk, aber vor allem von Birgit Hebein zunächst einmal der Luftballon geplatzt. Führt das jetzt zur Enttäuschung oder kann sie das, wie das Stichwort Reibebaum, jetzt noch zur Empörung umleiten, was dann wieder für Grünanhänger oder mögliche Grünwählerinnen und Wähler sogar eine Motivation sein kann? Ja, aber ist so ein Thema dazu geeignet, in späteren Koalitionsverhandlungen dann wirklich für einen Krach zu sorgen? Hat das Potenzial zum Beispiel auf Wiener Ebene, wie das die Flüchtlingspolitik auf Bundesebene hatte? Nein, das denke ich nicht. Das ist halt jetzt im Zuge des Wahlkampfs ein Geplänkel. Es ist natürlich auch ein Machtspiel. Der Bürgermeister hat sich von den Grünen, vor allem von Birgit Hebein, da überrumpelt gefühlt, dass sie damit rausgegangen ist, noch dazu mit dem ÖVP-Bezirksvorsteher des ersten Bezirks und ihn nicht involviert hat. Und jetzt überrumpelt er sie. Und jetzt überrumpelt er sie halt. Jetzt gibt es die Retourkutsche und er zeigt ihr halt jetzt einfach ihre Grenzen auf. Ja, und gelingt ihm. Ja,
Und es geht natürlich auch darum, ihr keinen Erfolg zu gönnen. Aber das Problem sitzt natürlich schon ein bisschen tiefer. Schon vom früheren Bürgermeister Michael Häupl ist bei der allerersten rot-grünen Koalition der Satz gefallen: Ich streite mich lieber mit den Grünen um ein paar Straßen als mit der ÖVP um Mindestsicherung oder sonstige Sozial- oder Bildungsthemen. Und das ist gerade in den letzten Wochen und Monaten immer mehr zum Konflikt geworden. Pop-up-Radwege etc. etc. Während die Wiener SPÖ eher auf das Auto setzt, eher ein bisschen auf einen heimeligen Retro-Kurs setzt, das wird sicher einer der Konfliktpunkte werden, falls es zu Koalitionsverhandlungen kommt. Das wird spannend. Spannend wird, glaube ich, auch die Begegnung zwischen Dominik Knepp und seinem, man muss fast das schon sagen, zumindest inhaltlich alter Ego, Heinz-Christian Strache. Das gibt es dann am Freitag. Für heute sage ich an Sie alle danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen und Mitmachen und Mitdiskutieren. Ja, morgen, meine Damen und Herren, dann gerne auf ein neues. Wenn Sie glauben, Sie haben alle Paarungen schon gesehen, stimmt eben nicht. 6 fehlen noch. Die 3 von morgen lauten: Michael Ludwig gegen Heinz-Christian Strache, Birgit Hebein gegen Christoph Wiederkehr und Dominik Knepp gegen Gernot Blümel. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin noch einen angenehmen Abend und bis morgen.